Damit kommen wir nun zu den nächsten Tagesordnungspunkten. Es sind das die Punkte 11 bis 13, über welche die Debatte. Und vom Finanzausschuss kommen wir jetzt zum Wissenschaftsausschuss. Es geht um das Studienförderungsgesetz. Die Studienbeihilfe wird auf neue Beine gestellt und sie wird erhöht. Die einzelnen Beihilfensätze sollen zwischen 8,5 und 12% steigen. Insgesamt sollen 68 Millionen Euro pro Jahr mehr an Studienförderung fließen. Und die erste Rednerin zu diesen Tagesordnungspunkten ist Andrea Kunzel. Sie ist Wissenschaftssprecherin der SPÖ. Der Abgeordneten Martina Künsberg-Sahre, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Ausbau des Stipendienwesens 1449 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet.